zu Tag 1 des Food Diaries. Heute ist Montag, es ist gleich 9 Uhr und ich gönne mir jetzt mein Frühstück. Besteht aus einem Erdbeermarmeladenbrot mit Margarine, also mit Butter. Dann ein Berliner, gefüllt mit Schoko, glaube ich. Die haben wir noch von Neujahr. Heute ist übrigens der 6. Und dazu gibt es keinen Kaffee, sondern für mich von Tassimo dieses mit Milka-Geschmack. Das mag ich sehr gerne. Guten Appetit, yes. In der Arniken-Galerie, Essen zum Mittag. Was hast du, Stefan? Nummer 10. Nummer 10 mit Nudeln und ich habe die Nummer 10 auch mit Reis. Du hast Süß-Sauersoße, ne? Und ich habe Erdnusssoße. Guten Appetit. Frisch aus Holland. Frisch aus Holland. Wo steht das? Ja, Erdnuss kommt immer aus Holland. Ach so, aber nicht die Erdnusssoße. Aber das war schon in Holland damals. Probier du mal, wie es schmeckt. Ich kenne auch das. Also, trotzdem. Bon Appetit. Guten Mahlzeit. So Leute, das ist jetzt mein Abendbrot. Es gibt Avocado-Brot mit Tomate, gewürzt mit Knoblauch, Paprika, Edelsüß und Salz. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber in dieser Kombination, ich sag euch, es ist so lecker. Und das lassen wir jetzt gönnen um 18.05 Uhr. Yum, yum, yum. Was ich noch sagen wollte, ist, eventuell gibt es da noch einen Mitternachtssnack. Mal gucken. Tschüss. Oder bis morgen dann. Tschüss, tschüss. Leute, jetzt gibt es noch mal einen Mitternachtssnack. Und zwar einmal Lind Hello. Nice to meet you. Nice to sweet you. Das ist Pecan Crumble und ein Monster Energy. Die waren nämlich im Angebot. Deswegen auch. Das ist dieser ganz normale, nichts anderes. Ich mag eigentlich auch nur den. Und manchmal auch diesen anderen mit diesen... Oh, ich komme jetzt gar nicht drauf, was das ist. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie der hier schmeckt. Ich habe lange keine Lindt-Schokolade mehr gegessen. Ich glaube, das letzte Mal... Nee, warte mal. Doch, das letzte Mal zu Nikolaus. Da habe ich nämlich von was geschenkt bekommen. Und ich bin mal gespannt, wie der schmecken wird. Wir sehen uns morgen früh wieder. Tschüss! So, guys, and welcome here with the wunderbares Frühstück. Einmal Orange-Mango-Maracuja-Smoothie und einmal Himbeeren. In dieser wunderbaren Arniken-Galerie. Let's go! Guten Appetit! So, Leute, Mittagessen und zwar hier bei Edeka Express. Ja, nicht toll. Zwei Quarkbällchen und ein Schinken-Käse-Croissant. Yes. Ja. Dazu noch Waldmeister-Geschmack. Durchmischer. Nee, hast du ja, richtig gesagt. Eigentlich nicht vegan. Thomas telefoniert gerade Leute, deswegen nicht zuhören. Okay. Und dann nehme ich Stefan mit. Später zum Abendbrot. Yum, yum. Tschüss, tschüss. Super geil. Mittwoch und ich esse jetzt erstmal hier mein schönes billigstes Brot von der Bäckerei Dulgio. Das ist eine türkische Bäckerei hier in Hildesheim, sehr sehr bekannt. Und das ist ein Puten Gouda Sesambrötchen. Und das soll es mir jetzt erstmal schmecken. Very, very good. Bis später, Leute, zum Mittagessen. Tschüss. So Leute, jetzt gibt's Mittagessen und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist Börek mit Mett gefüllt von der Bäckerei Dulgio. Wir haben hier drin noch was und dazu gibt es noch einen Saft. Diesen hier. Mango Maracuja. Das ist mein Mittagessen. Yes, simpel und einfach und lecker. Guten Appetit. Leute, jetzt gibt es erstmal einen Dessert-Schokopudding mit Sahne und dazu ein Marathongetränk. Ja, ich wollte nur das Logo wegmachen, wo ich her das ist. Weil eigentlich, wenn ich so sei. Ja. So, ist egal.
Dessert-Schoko mit Sahne. Ich liebe das über alles. Leute, wir sehen uns dann zum Abendbrot. Bis dann, tschüss. Friends, sieht das Ganze aus, unser Abendessen, 18.25 Uhr ist es. Es gibt Sucuk mit Ei und Sesamring. Yummy, 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 yummy. Lecker. Und mein Vater ruft gerade an. Guten Appetit. So Leute, ich habe gerade noch Toffifee geschenkt bekommen. Und da werde ich mir jetzt noch ein paar gönnen. Und ich hatte ja noch... diese Teile hier, das sind diese Loopies. Ich komme jetzt nicht drauf. Donutringe mit Erdnüssen, also mit frisch gemahlenen Erdnüssen. Und ich mag die total gerne. Yummy! Wir sehen uns morgen früh wieder zum Frühstück. Bis dann. Tschüss! Leute, es ist Donnerstag und für mich gibt es jetzt erstmal diesen Megazort Monte XXL. Natürlich werde ich nicht alles essen. Das sind nämlich um die 400 Gramm, jetzt steht's hier. Ja, das ist mein morgendliches Frühstück heute mal. Ungesund, ich weiß, aber I don't care. Was soll man noch anderes machen? Ja, ich hatte irgendwie Bock drauf und Joghurt geht auch immer. Guten Appetit, bis später zum Mittag. Ich habe noch ein paar Nudeln gegessen. Sind keine Nudeln mehr da. Ich habe die mit mir Chrissy aufgeteilt. Ich sage, die hast du jetzt aber abgegeben. Ja. Frühstücksbuffet, Leute. Es gibt Croissant mit Butter und Nutella, Ananas und ein Säftchen. Ich habe dieses All-You-Can-Eat-Buffet, also kann es viel nehmen. Ich möchte bis 11.30 Uhr, also noch um die eine Stunde. Und das ist jetzt erstmal mein erster Gang. Bis später. Was denn? Portion Nummer 2. So guys, we are here at the Burger King und ich habe einen Veggie Burger, einen Veggie Big King, Pommes und ein Getränk. Guten Appetit. Yes. Und Stefan hat nur eine Pommes. Das war ich auch. Taste Test. Lecker. Lecker, lecker. Mahlzeit. So guys, es ist jetzt nach 18 Uhr und ich esse jetzt meine Bowl. Die ist unten gefüllt mit Avocado-Tomaten. Hier oben sind die Glasnudeln, Süß-Sauersoße und Erdnüsse. Guten Appetit, mein Abendbrot. Thank you.